da liegt halt was Grünes. Das will ich haben. Mal sehen, wie viele Gegner gibt's noch? Den da? Ja. Der da? Bah, heute ist meine Zielhand aber... Als wäre ich besoffen. Dabei bin ich das gar nicht. So gut, mit dem kommt ihr auch alleine klar, hoffe ich doch mal. Was war das? Ein Autofregger? Ein Autofregger. Okay. Oh, verdammt. Dann holen wir uns eben mal Munition. Endlich. Petrohol. Ups. Hey. Verdammt nochmal! Lass dich endlich abknallen, Junge! Bombe gesichtet! Ich kümmere mich drum! So, die chillen jetzt mal gerade, folge den Söldnern, die chillen jetzt mal gerade mit dem Bömsche. So. Haha, die Rostlaben sind weg! Übernehmt die Mine! Ach nö, jetzt kommen die Spackos. Das könnten Raiders sein. Okay. Feindkontakt. Ehrlich jetzt? Okay. Ihr könnt ja auch echt gar nichts, ihr dämlichen Soldaten. Ich mach das hier, während ich brenne. Ups, du bist ja einer von uns. Klar, schmeiß mir eine Granate ins Gesicht, Junge. Könntest du mal abhauen da? Junge, du hast da nichts zu suchen. Das ist Privatgelände hier. So, scheinbar nur noch die zwei da. Okay, ich dachte eben, mein Tisch hat vibriert. Komm schon, stirb endlich. Ah, innerhalb von Missionen halten die so viel mehr aus. Das ist echt übel. Oder ich sollte vielleicht die Waffe mal Batch upgraden sozusagen. Obwohl ich die gerne auch mal ein Level höher bringen würde, weil ich weiß nicht. Auch wenn ich jetzt immer noch quasi... Ich spiele jetzt immer noch damit. Gucken wir mal kurz ins Inventar rein. Wolge Schlachtgewehr, Level 804. Seltenheit erhöhen 100. Nee. Ich würde gerne die Seltenheit von dem Ding erhöhen. In der Hoffnung, dass es dann auch entsprechend mehr Damage macht. Klar, ich darf die Seltenheit nur einmal erhöhen, bla bla bla. Dann ist das Ding nämlich locked und dann kannst du da quasi nichts mehr mitmachen. Dann kannst du nur noch Level-Upgrades machen. Das war aber jetzt eben Auto-Aim. Was? Von wem redet ihr? Stirb endlich. Ja, ich erinnere mich noch, das war damals so extrem laut. Vor allen Dingen, okay, das würde ich jetzt als Bug bezeichnen, dass der da nicht mal wirklich rausgefahren ist aus dem Boden, sondern nur so fahrstuhlmäßig irgendwie auf Halbmast parkt. Warum ist der eine nicht gestorben? Ich muss kurz nachladen. Stirb! Stirb! Geht doch.
So, gut. Du bist noch da. Stirb! Stirb! Achso, da ist einer von uns. Stirb! Nein, ich wollte nicht mein Auto holen. Und warum kommt das? Warum parkt das da oben? Was soll das? Echt jetzt? Kann doch wohl nicht angehen hier. Oh, da ist noch Le Raider. Ah, kann doch wohl nicht angehen. Willst du mich verarschen, Raider? Wollte ich auch gerade sagen, aber zu spät. Bombe gesichert, ich kümmere mich drum. Genau. Ups. In unsere Falle. Bring sie zurück. Ich gehe in Deckung. Ups. Ich halte nicht mehr lange. Ach ja. Ich bin schon wieder so still beim Kämpfen hier. Als wenn das irgendwie sonderlich schwer wäre. Achso, da ist einer von uns. Feindkontakt! Schnauze. Yo. Na, Sprenger? Schnauze! Sonst Beule! So, was macht das Entschärfen hier? Oder muss ich da erstmal ran? Nö. Los! Mr. Entschärfer-Dude! Kommst du mal ran hier? Okay, verdammt. Das hier ist jetzt eine Raiders-Mine. Ich hab ihn. Macht ja nix. Ach, die Spacko ist schon wieder. Au! Aue! Aue! Nicht hauen! Ich warte hier oben. Oh, er brennt, wie süß. Warum brennt eigentlich der gesamte Felsen? Ach so, dein eigener Kollege hat dich mit Molotow-Cocktail angezündet. Das ist ja auch nett. Oh, daneben, Schnauze. Och nö, wo kommen die denn her? Diese Schergen. So, ich würde sagen, au! Echt jetzt? Du kleiner Bastard da auf dem Dach. Beziehungsweise ihr zwei. Hau ab. Okay, habe ich jetzt gerade mit meiner Waffe hochgelevelt? Leckt ein wenig. Aber 75 Abschüsse, Gebiet gesichert. Ein Key gibt's dafür. Yay. Und 14.000 XP. Und nochmal 1.000 XP? Keine Ahnung wofür. Ah, oh, Petra Ohol. Ups. So, okay. Das heißt, wir haben jetzt nur noch ein T und ein komisches E auf der Karte an lustigen Gebieten.
Rest gucken wir mal. Da oben ein T. Und wo ist das E? Was? Informationsüberfluss. Gewinne 2 Obern- und Verteidigungsspiele. Was auch immer das ist. Was ist das? Betritt Silicon Valley. Globaler Transit. Ach so. Ja, hier unten. Zoomen wir mal raus. Gucken wir mal. So. Hä? Warum wird mir das eine Symbol denn bitte angezeigt? Ich habe doch nur noch hier einen T. Ups. Parabas-Probleme. Schließe das Konfliktgebiet Parabas-Probleme ab. Auf der Karte ist nämlich hier noch ein E. In der Richtung. In der Richtung? Hä? Nö, hier ist Ende der Karte. Oder meint er hier oben? Top-Notch Toolworks oder was? Nee, nee, wir fahren jetzt erstmal zum Konfliktgebiet mit dem Tee. Erstmal lecker Tee trinken. Huch. War ich das etwa? Ich wollte gerade sagen, da können wir ein Piercing machen, aber eigentlich ist ein Tattoo. Hüpp. Hallo? 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 Da. Zeichen von Defiance. 1000 XP. Einfach nur dafür da, dass wir ein Take an die Wand gemacht haben. Hinterlasse dann Zeichen von Defiance. Mal sehen. Belohnung 10 Defiance-Zeichen-Dinger. 1000 XP und 2 Keys. Okay. Wie viele Keys haben wir eigentlich? Herausforderung? Verträge? Ach, das sind für, ach, das sind diese lustigen Verträge. Echelon zum Beispiel. Ein privates Militärunternehmen, bla 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 bla. Weiß nicht, wie wir da Punkte kriegen. Ach, König des Berges? Erziele 5 Angriffsabschüsse in Erobern und Verteidigen? Ach, dafür gibt's diese komischen, überdimensional kleinen Penis-Symbole. Gewinne 2 Erobern und Verteidigen-Spiele. Ah, das ist das auf der Karte. Was? Die Überlebende von Defiance. Schließe 5 Tagesverträge ab. Schließe einen Wochenauftrag. Reiche den Status bekannt. Wo bin ich denn jetzt gerade hingefahren? Huch. Ja, einfach mal so in die Walachei fahren, während man noch auf die Karte guckt. Das ist halt so das Ding bei so einem, Ach, apropos. Haben wir eigentlich schon verwertet? Wir kriegen ja Bonus. Mal sehen, Autofragger, Automörser, aufspalten. Zack. Und ein Mod haben wir ja auch noch. Hammerarm, Sprengzünder, aufspalten. 825, gar nicht mal schlecht. Und ein Anpassungszielfernrohr, 413. Zack. So, komm, gib mal Gas hier. Vor allen Dingen, ich habe nicht mal Schilde verloren bei dieser Mission eben. Normalerweise verliere ich doch ständig welche von diesen lustigen kleinen gelben Schilden. Und warum habe ich jetzt hier verfickt nochmal 60 FPS? Na gut, jetzt geht's runter auf 50. Ups. Tong, tong, tong. Ah, drei Idioten. Mit einem Kontrabass. So. Hier gibt es auch gar keine Nebenmission mehr. Ich habe hier eigentlich so gut wie alles erledigt. Kann das sein? Außer diese Standardmissionen, die überall aufploppen. So im Sinne von, hilf mir, wir sind ganz hilflos. Hilf uns. Jetzt ruckelt's wieder. Okay, wenn also nicht so viel Deko in der Gegend rumsteht, dann läuft das Spiel flüssig. So, wir fahren jetzt erstmal zu dem T-Konfliktgebiet. Dann hätte ich nämlich, soweit ich das weiß oder sehe, alle Konfliktgebiete abgeschlossen. Heißt im Endeffekt, dann habe ich auch gleichzeitig alle, was ist das denn jetzt gerade? Warum konnte ich durch den denn durchfahren? Okay. Schilde! Ja, scheiße, diese Kack-Aliens.